So, Wasser, 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 Wasser. Creeper. Zack. Und wieder zurück, 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 zurück. Zack, hier runter, runter, runter. Ganz egal. Zack. Und Wasser. Und jetzt sollte wieder alles schön fließen. Jawohl. Alles klar. Ich finde, wir könnten jetzt auch schon mal anfangen, ein bisschen hier die Wand zu verkleiden. Und zwar würde ich das gerne überall, wo es natürlich nur sichtbar ist, machen. Ich wollte nämlich, wenn es möglich ist, damit es ein bisschen, zumindest ein bisschen Abwechslung bietet, auch immer schön alles zwischendurch machen. Also mal eine Folge hier, eine Folge da. Dann wird es nicht langweilig. Kann mal vorkommen, dass man mal hier zwei, drei Folgen exzessiv das eine macht, aber mehr auch nicht. So, dann holen wir uns hier mal die ersten Steinchen. Und hauen die hier rein. So. Und auch einmal hier noch. So. Und dann hier drüben noch einmal. Ich weiß gar nicht, was wir hier gesucht haben. Also, ich... Irgendwas haben wir da gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache hier jetzt mal eine Fackel rein und dann machen wir das hier zu. Ich glaube nicht, dass sich da oben jetzt irgendwie was noch versteckt, was wir unbedingt brauchen. Die Fackel ist jetzt nur, damit da hier nicht irgendwie ein Creeper oder beziehungsweise ein Zombie da spawnt und da die ganze Zeit am Rumstöhnen ist. Das muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt haben. Und deswegen machen wir das hier jetzt dicht. Da, die hätte ich mir schenken können. Die hole ich mir auch wieder. Und dann
holen wir uns dann auch gleich den nächsten Stack. Dann wissen wir auch ungefähr, wie viel wir hier noch brauchen. Und es wird ein bisschen sein, das sowieso. Wir haben hier aber auch noch ein bisschen was. Haben wir hier noch Kohle? Haben wir nicht. Hier ist noch Glas, was fertig ist. Hier sind Bricks. So, wir waren ja jetzt extra so ein bisschen unterwegs vorhin. Und deswegen haben wir hier jetzt noch mal ein bisschen rein, damit wir uns danach dann schön die Holzkohle daraus ziehen können. So, dann schmeißen wir hier mal alles, was wir jetzt nicht sofort brauchen, raus. Gut. Und machen hier mal weiter. Ja, da darf ich nicht vergessen, dass ich mir da noch ein paar Fackeln rausziehe. Weil das muss ich eigentlich nicht regelmäßig haben, dass hier irgendwie was spawnt, was hier nicht spawnen soll. So, haben wir hier noch irgendwo ein paar Stickies rumfliegen? Ein, ja, der hilft uns sehr viel weiter. Stickies braucht man ja sowieso immer. Also machen wir da gleich mal ein paar mehr. Und die kann man auch öfters mal gebrauchen. So. Jetzt habe ich hier. Hatten wir nichts. Da. Genau, da ist der Stack noch. Die nehmen wir mal mit rüber. Können wir hier erstmal zumindest so ein paar noch machen. So und so. Und dann kleiden wir das hier jetzt weiter aus. So, wie weit machen wir den? Wie weit machen wir den? Ich würde sagen, wir machen das hier jetzt auch. Hier oben nicht mehr. Und am liebsten noch einen weiter. Ja, ich hoffe aber, dass man das von außen nicht sieht. Also hier, okay, da ist die Hoffnung verloren. Aber da können wir ja nochmal nachgucken. Beziehungsweise, wenn es wirklich so auffällig ist, dann machen wir da eh noch was vor. Aber ich mache hier jetzt erstmal wieder ein bisschen Erde hin. Und ich glaube nicht, dass man das von außen so sieht. Und wenn, dann bessern wir das einfach von außen aus. Das geht wesentlich leichter. So. So, hier auch noch mal ein bisschen. Und der hier kann jetzt auch so langsam mal aufgemacht werden.
Falsche Seite. So. Hier, das machen wir einmal. So, das ist doch schon mal eine ganz andere Nummer. Jetzt geht's noch mal hier runter zu den Hühnern. Und die legen ihre Eier immer noch. Lasst mich hoch, danke. Bald werden hier so viele drin schwimmen, da werden nicht alle Platz am Rand haben. Das kann ich euch versichern. Wieder super glücklich hier aus allen vier Eiern was geschlüpft. Okay. Also ich weiß, hier passt das mit dem Höhenverhältnis jetzt irgendwo nicht so ganz. Aber tja, da lasse ich mir noch was einfallen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Stickies, genau, und Cobbles. Ja, wie machen wir das da oben? Wie machen wir das da oben? Ich würde ja gerne, wenn schon, ne? Ah, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier an der Hauswand die Erde lang. Und wir machen da später noch mal irgendwas. Und nicht jetzt. So, und dann hier können wir dann theoretisch, ich weiß nicht, haben wir hier noch ein bisschen Sand über? Gucken wir mal, nehmen wir am besten den hier. Und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ach. Ja. So und so und so und so. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Sandstein. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir das hier alles um zwei Blöcke senken, um dann hier die ganze Decke mit Sandstein auszukleiden, weil das halt einfach sieht einfach besser aus, wenn das einheitlich ist.